Das nächste Projekt, was wir hören werden, von Jenny, Taro und Konstantin, nennt sich Green World. Ist in dem Sinne ein besonderes Projekt gewesen, denn erstmal waren alle Mentorinnen sehr, sehr skeptisch, ob das überhaupt klappt. Keiner aus dem Team kannte sich so wirklich mit Mindstorms aus. Wir haben alle gesagt, so, ja, nee, macht's doch lieber so und ihr könnt es doch auch so machen. Aber nein, sie sind stur geblieben, sind bei ihrer Idee geblieben und haben auch da wieder festgestellt, dass es manchmal echt schwierig sein kann, sowas umzusetzen. Besonders Jenny, ich zitiere dich einfach mal, man braucht 10 Commands für eine so kleine Leiste. Also manchmal sind die ganz kleinen Dinge, brauchen viel, viel Arbeit am Computer. Wir sind gespannt, was ihr gemacht habt. Seid ihr soweit? Ja? Ja, nein, vielleicht. Übrigens, für die, die es nicht wissen, diese ganzen Events werden gerade live gestreamt und können sich auch im Nachhinein alle nochmal angeschaut werden. Das alles dank dem wunderbaren VOC Team Video Operation Center vom Chaos Computer Club. Auch da mal ein großer Applaus. Hallo alle zusammen, wir zeigen euch jetzt das Projekt Green World und das ist Konstantin und das ist Jenny und ich bin Taro. Ja, bei unserem Projekt geht es darum, das ist mit Minecraft realisiert. Minecraft ist ein Open-World-Spiel, das heißt, da kann man mit seinen Freunden alles bauen und tun oder lassen, was man will. Man kann auch alleine spielen oder mit ganz vielen anderen Leuten. Man spielt nach seinen eigenen Regeln und baut Welten, die manchmal so aussehen oder sie sehen auch anders aus. Ja, also man kann machen, was man möchte. Und es gibt, also man kann Geschichten erfinden, es gibt Geschichten über Minecraft. Minecraft macht selber auch Geschichten. Und ja, jetzt zu unserem Projekt. Ja, in unserem Projekt geht es generell darum, dass man in seiner eigenen Welt in Minecraft Müll aufsammelt und diesen dann verarbeitet und dadurch Bäume pflanzt. Wir haben bis jetzt schon Fabriken realisieren können, die man abschalten muss. Und es gibt auch eine Müllpresse, die man deaktivieren muss, um dann das Spiel sozusagen zu gewinnen. Man kann auch Demonstrationen machen in dem Spiel. Ja, also wir mussten das tatsächlich relativ kompliziert lösen, nämlich zum Beispiel auch mit Schwerkraft und viel mehr Commands, als wir eigentlich hätten gebraucht. Das liegt daran, dass sich die Programmierumgebung innerhalb der Versionen von Minecraft verändert und in der neuesten Version, in der wir das jetzt gemacht haben, ist es halt so, dass wir zum Beispiel nicht mehr testen können, ob ein Lebewesen in unserem näheren Umkreis ist oder halt nicht, sodass wir relativ viele Probleme hatten, meistens um zum Beispiel eine Demonstration ausführen zu können. Oder dass wir im Prinzip sagen, es ist egal, in welcher Reihenfolge die Fabriken zerstört werden. Das war relativ schwer zu realisieren, dafür haben wir dann Schwerkraft gebraucht, weil im Prinzip haben wir dann Blöcke genommen, die dann runtergefallen sind und dadurch Command-Blöcke ausgelöst haben. Jetzt gibt es noch eine kleine Live-Demo. Also, das ist die Welt hier. Also, wenn man einen Rechtsklick auf das Schild macht, steht auch schon im Chat, dass man die Fabriken für eine bessere Zukunft zerstören muss. Und es ist einfach nur noch eine Demo-Version. Und dann hat man hier eine Spitzhacke und hier kann man eine Demonstration heraufbeschwören.
Da gibt es auch dann Demonstranten. Und man muss, ja genau, man sieht es hier, man muss die Fabriken zerstören, um damit die Abgase hier oben runtergehen. Und es gibt insgesamt, gibt es 5 von den Fabriken. Und da steht auch immer im Chat, dass man eine Fabrik zerstört hat. Ja, also es gibt auch ein paar, also manche sind hier die Eingänge schwer zu finden. Und wir haben auch, extra daran, ja, wie gesagt, die Eingänge sind schwer zu finden, weil manchmal sind sie einfach hinter einer Ecke. Und man sieht auch da oben, die Abgase gehen immer weiter runter, je mehr Fabriken man zerstört. Die eine Fabrik ist auch hier in der Mitte. Und ich zeige auch noch mal kurz, wie eine Demonstration aussieht. Man muss, am besten schaut man hier auf das grüne, auf die grüne Command Block Deko. Oh. Ja, also die sprechen dann auch, sieht man hier auch im Chat. Und ja, das war's eigentlich. Also in der Zukunft wollen wir noch weitere Fehler beseitigen, die sich zurzeit noch im Spiel befinden. Und das Spiel wird dann noch fertiggestellt und alles wird zum Download verfügbar. Das war unsere Präsentation.